82 Jahre ist es her, dass das österreichische Nationalteam das letzte Mal in Deutschland gewonnen. Heute soll Geschichte geschrieben werden, und zwar in der Münchner Allianz Arena. Die Fans, ein paar davon, sind schon da. 10.000 werden erwartet und wir machen uns auf die Suche. So, wir haben die ersten Fans auch schon gefunden, und zwar beim Fanmatch heute. Du bist die? Stella. Die Stella. Und die Stella kommt aus? Sag nicht Österreich, das Bundesland wollen wir wissen. Bayern. Wie geht das Spiel heute am Abend aus? Nicht das, sondern das richtige Nationalteam. Wie spielen die? Ja, also... Wer gewinnt? Ja, ich darf jetzt mal sagen, vielleicht gewinnt Deutschland, aber mir war es recht, wenn es unentschieden war. Ein Unentschieden wäre für dich perfekt? Genau. Ja, ich bin aus Tirol. Ein Tiroler. Ich bin nicht aus Österreich, ich bin aus Tirol, passt. Wie viel geht das Spiel heute aus, was sagst du? Ja, also mit viel Bauchweh gewinnen wir 1-0. Ist gerade gefallen, also es ist das Zeichen schlechthin. 1-0 für Österreich. So, und jetzt haben wir auch noch zwei Fans da, die auch mitspielen, oder? Ihr ja, stärkt euch gerade nur. Ja, ja, kurze Pause. Einmal aus Österreich, du kommst von wo genau? Aus der Steiermark, aus Bad Aussee. Und bin mit ein paar Freunden angereist und ja, darf da heute mit dabei sein, das ist Weltklasse. Ihr führt 1-0. Gott sei Dank. Es tut mir wirklich leid, dass ihr 1-0 hinten seid. Ja. Wie geht das Spiel heute am Abend aus? Das ist die große Frage. Ja, das heute am Abend, ja, hoffentlich ein 2-1 für Österreich, würde ich sagen. 2-1 wäre auch mein Tipp. Was sagst du? Das klingt super. Wir haben uns jetzt so geeinigt, heute Mittag gewinnt Österreich als kleines Mosaiksteinchen auf dem großen Weg zur Weltmeisterschaft. Und heute Abend wird es wahrscheinlich eng werden. Aber wir hoffen auf Österreich in den restlichen Spielen, dass sie dort die nötigen Punkte holen, um mit Deutschland zusammen eben nach Brasilien zu fahren. So, wir sind jetzt am Weg zum Hofbräuhaus Richtung Marienplatz hinauf. Wir waren gerade in der U-Bahn und schauen jetzt, wo die weiteren Fans sind. Grüß euch. Ihr seid so schon brav am Feiern, quasi schon gewonnen, oder wie? Ja, fast. Okay. Wiener werden die anderen noch feiern an mir. Das heißt, wie viel wird es ausgehen? Was sagt ihr? Tipp? Ich sage 3-1 für Deutschland. Oh je. 2-2. 2-2 klingt besser. 3-1 für Österreich. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann, sonst kein anderer. Da haben wir gleich die nächsten Kandidaten. Wie geht's heute aus? Wie geht das Spiel aus? 4-1 Österreich. 4-1 Österreich. Die Tipps werden immer höher. Was sagst du? Nein, ich sag 2-0. 2-0, auch Österreich. Ja, klar. 2-1 für Österreich. 2-1 Österreich. 3-2 Österreich. Also Österreich gewinnt. Laut den Fans gewinnt Österreich. Mal so die Österreich-Fahne, oder? Genau, na sicher. Nicht die Deutsche. Ja, geht schon dann. Weitermalen, bitte schön. Wie viel geht das Spiel heute aus? 0-3. Also Österreich gewinnt 3-0. Wer schießt die Tore? Weißt du warum? Weil sie die Deutschen nicht antreten trauen. Meinst du, oder was? Machen wir die Deutschen auf dem Marktplatz fertig, alle Deutschen. Es ist ganz gut, dass da bei uns Österreicher noch ein Platz frei ist. Da setzen wir jetzt gleich her in Schanigarten. Burschen, wie geht's euch? Alles leibend? Ja! Das Match. Tag, so wunderschön wie heute. Im Hofbräuhaus jede Menge los, auch draußen, vorm Hofbräuhaus ist einiges los. Ich habe neue Freunde gefunden und einige Österreicher sind mit dabei. 10.000 sollen es heute werden in der Münchner Allianz Arena und wir werden dieses Spiel hoffentlich gewinnen. Die Menge, die will es so haben.